Ja, wir sind hier im Hotel Maritim zu Köln und hier findet traditionell der Generalchorappell der Prinzengarde Köln statt. Das ist sozusagen der Startpunkt in die Session für die Prinzengarde, wo wir unsere neuen Mitglieder aufnehmen, wo wir Danke sagen an liebe Gäste. Wir nennen sie zu Ehrenoffizieren. Wir befördern unsere Mitglieder heute, die sich in den letzten Jahren als fleißig gezeigt haben. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass es heute losgeht. Und das ist der offizielle Startpunkt für die Prinzengarde. Aber richtig. Genau. Ja. Markus Gottschalk. Frau Meinke, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns gefahren sind, dass Sie der Einladung gefolgt sind, die Prinzen gerade ausgesprochen hat, auf Anlass des 90-jährigen Jubiläums, das wir ja bei uns in der Museumsshow in Linn im Oktober gefeiert haben, wo Sie die wunderbare Laudatio gehalten haben und auch so eine enge Verbundenheit zur Prinzengarde und dem Präsidenten Dino Nomassi aufbauen haben können. Und als Dankeschön hat sich der Präsident bereit erklärt, Ihnen auch die Ehrenoffizierswürde heute so verleihen zu dürfen und zu können. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Und es zeigt auch die enge Verbundenheit der beiden Städte Krefeld und Köln, dass eine solche Auszeichnung heute an eine Krefelder Politikerin geht. Vielen, vielen Dank, liebe Karin Meinke, für all Ihr Engagement, dass Sie der Stadt Krefeld und aber auch uns im Speziellen für unseren Verein, die Spielfreunde Oerding, die als Regiment Spielmannzug tätig sind, bisher immer entgegengebracht haben und Sie haben es sich verdient. Es ist einfach fantastisch. Also Ehrenmajor der Kölner Prinzengarde zu werden, ist nochmal was ganz Tolles. Und vor allen Dingen, ich glaube, das erste Mal, dass jemand hier Ehrenmajor ist, der direkt mit einem eigenen Spielmannszug oder Regimentskapelle hier kommen kann von der Prinzengarde. Super toll, ich bin stolz darauf, dass die Spielfreunde Oerdingen den Regimentsspielmannszug im Kölner Karneval stellen. Und dass ich gemeinsam mit euch, mit dem ganzen Zug hierher fahren konnte und hier diese Ehre entgegennehmen zu können. Ich bitte euch jetzt, eure neue Kopfbedeckung hier in dem Zelt abzuholen.